Wir führen heute den Integralbegriff ein und rufen uns zuerst mal in Erinnerung, dass wir in der 11. Klasse den Ableitungsbegriff eingeführt haben. Dabei haben wir die Ableitung als die Steigung der Tangente definiert. Was wir jetzt machen ist, wir leiten auf. Das ist also das Gegenteil von ableiten. Und in dem Rahmen betrachten wir Stammfunktionen. Was verstehen wir unter einer Stammfunktion? Eine Stammfunktion ist eine Funktion, f von x, groß f von x, die abgeleitet unsere gegebene Funktion ergibt. Was wir jetzt wollen, ist, wir wollen von klein f von x nach f von x kommen, nach groß f von x, müssen also sozusagen das Gegenteil von ableiten machen. Unter einem unbestimmten Integral verstehen wir die Menge aller Stammfunktionen, die es gibt. Also in abstrakter Form geschrieben, Integral von f von x, das dx schreiben wir einfach hinten dran, ist die Menge aller solchen Groß f von x, die gerade diese Bedingung erfüllen. Und zwei Funktionen, die Stammfunktion heißen, stehen in Zusammenhang über eine reelle Zahl c. Warum? Wenn ich f1 ableite nach x, weil c eine reelle Zahl ist, fällt es dann weg. Und dementsprechend steht hier f1' von x ist f2' von x. Also sind beides, es haben beide dieselbe Ableitung, weil sie beide diese Bedingung erfüllen. Das bestimmte Integral ist hingegen eine reelle Zahl. Das kriegen wir über das unbestimmte Integral, indem wir erstmal die Stammfunktion bilden und dann die Grenzen, die wir hier oben und unten hinschreiben, in die Stammfunktion einsetzen und dann diese Differenz bilden. Vorzustellen haben wir uns das bestimmte Integral als Maß der Fläche zwischen x-Achse und Graph. Hier als Beispiel, wir haben hier einen Ausschnitt der Parabel f von x gleich x² gegeben. Und wenn ich jetzt von 1 bis 2 integriere, das schreibe ich dann so, f von x ist in unserem Fall x², dann habe ich gerade dieser Term hier, was durch diese Differenz ja gegeben ist, habe ich gerade dann als Maß dieser grauen Fläche hier, die krummlinig begrenzt ist. Und was man sich noch unbedingt merken sollte, ist der Unterschied zwischen unbestimmtem und bestimmtem Integral. Das unbestimmte Integral ist eine Funktion. Als Beispiel jetzt, wenn wir 6x plus 2 integrieren, wir werden gleich sehen, wie das funktioniert. Dann kommt 3x² plus 2x plus c raus, wobei c wieder eine beliebige reelle Zahl ist. Wohingegen das bestimmte Integral eine reelle Zahl ist. Wenn wir diese Funktion, die wir hier erhalten haben, das Integral davon, mit den Grenzen 0 bis 1 auswerten, dann wird 5 rauskommen. Also ist dieser Ausdruck hier eine reelle Zahl, während der Ausdruck hier tatsächlich so eine Funktion darstellt.